Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Chappy. Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch ja versprochen, wir machen das FAQ noch. Ich habe mir jetzt mal alle Fragen durchgelesen, beziehungsweise wir lesen uns die hier jetzt einmal live durch und dann gucken wir uns mal an, was für Fragen ich euch beantworten kann. Fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Was ist dein Favorite Reiseziel von JI Gamer? Das ist eine ganz geile Frage eigentlich. Ich war jetzt ein paar Mal in New York. Die USA finde ich wirklich ganz, ganz großartig als Land. Schon allein deswegen, weil es so viele verschiedene Staaten gibt, die so unterschiedlich sind. Washington und Texas könnt ihr nicht vergleichen. New York und San Francisco könnt ihr nicht vergleichen. Also ich würde sagen, definitiv die USA. Gibt es noch so ein, zwei Staaten, die ich noch nicht gesehen habe. Ich würde unglaublich gerne mal nach Miami. Miami soll großartig sein, abends gefährlich, am Tag wunderschön. Das werden wir auf jeden Fall mal gönnen. Dann, ich war also bisher in Afrika, ich war in Europa natürlich, Spanien, Portugal, Türkei, Ägypten, gehört wieder zu Afrika. Ich war in Nordamerika, ich war in Südamerika. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist Asien und Australien. Und da muss ich auch sagen, ist das Interesse nicht so riesengroß. Asien vielleicht mal, Australien Outback soll ja schön sein, aber ich habe auch keinen Bock auf 20 Stunden Flug, um ganz ehrlich zu sein, deswegen, also definitiv, wenn ich eine Antwort geben müsste, Amerika, Nord- und Südamerika gleichermaßen. So, was motiviert dich dazu, YouTube-Videos bzw. Livestreams zu machen? Aktuell, da bin ich ganz ehrlich, motiviert mich relativ wenig dazu, Streams zu machen, einfach aus dem Grund, dass Black Ops 3 ein totes Game ist, das müssen wir ganz ehrlich so sagen, das sehen ja auch, ich glaube, alle, die es mal gerne gespielt haben, so. Was aber ja erstmal nichts macht, weil Black Ops 4 steht ja vor der Tür, wir haben das Ganze, glaube ich, am Freitag, ja, also übermorgen einer Woche ist eine neue Ära, da kriegt ihr auch noch ein Montagevideo von mir, ein sehr, sehr geiles, was das Ganze sozusagen zum Ende bringt. Angefangen habe ich mit dem Ganzen im Prinzip, oder das ist glaube ich eine andere Frage, aber an und für sich ist es geil, wenn man Kommentare liest und sieht, dass das, was man macht, egal ob es ein Gameplay ist, ob es ein Commentary ist, ob das irgendwas Wichtiges ist, ob das Just for Fun ist, Trollen ist, dass Leute sich die Zeit nehmen, das muss man immer realisieren, sich das anzugucken. Das heißt, die gucken das wegen einem und nicht trotz einem. Das ist ziemlich cool und das macht einen ziemlich glücklich und das macht Spaß. Und die Leute, die sagen, man macht YouTube im Prinzip wegen Geld, ich kann euch sagen, ihr verdient gar nichts damit. Also wirklich überhaupt nichts. Gucken wir mal weiter. Was war dein härtester Tag im Leben, beziehungsweise wann dachtest du dir, war das Schlimmste, was mir hier passiert ist? Eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen, aber ich mach's trotzdem. Ich hatte ja gesagt, ich werde euch das so gut beantworten, wie ich kann. Vor knapp 3 Jahren ist mein Opa gestorben, der für mich so eine Art Vater war und bei dem ich auch mit meiner Oma zusammen meine Kindheit verbracht habe. Der ist nach einer relativ langen Leidenszeit an Krebs gestorben, das war ziemlich heftig für mich. Ich habe damals noch mit meiner Frau in Kiel gelebt und er ist in Hamburg im Hospiz dann eingeschlafen, irgendwann abends. Wir sind dann abends von Kiel nach Hamburg gefahren und haben uns noch verabschiedet, aber er hat da schon nicht mehr gelebt. Das war, um ganz ehrlich zu sein, das war ziemlich heftig. Also wirklich, das war ziemlich heftig und das war der mit Abstand schlimmste Tag in meinem Leben. Werde ich auch niemals vergessen. Und für die, die es glücklicherweise noch nicht erlebt haben, jemanden zu verlieren, der euch wirklich wichtig ist, ist, ihr realisiert das erst gar nicht. Ihr realisiert gar nicht, dass diese Menschen nicht einfach wiederkommen. Ihr denkt immer, ja, klingelt gleich, ihr seht ihn, aber das gibt es nicht mehr und es gibt keinen Weg, das umzukehren und damit umzugehen ist schwierig und das zu akzeptieren ist schwierig und ja, also es ist nicht ganz so einfach, um ehrlich zu sein. Ich wünsche es keinem, dass er das miterleben muss, aber wir sollten alle ehrlich sein, irgendwann trifft das einfach jeden und dann kann man immer nur hoffen, dass das einigermaßen schmerzfrei verläuft. Also das ist das Einzige, was man hoffen kann. Das war definitiv der schlimmste Tag meines Lebens bisher und man versucht damit umzugehen, man lernt damit umzugehen, aber es wird halt trotzdem nicht besser, um ganz ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, die Antwort. Die Frage kam übrigens von VL Purifier EU. Also eigentlich schöne Frage.
nur leider schlimmes Thema. Luke schreibt, wie lang ist dein Longschlong? Die Antwort darauf von West Tisch Gaming, Schwanzus Longus. Luki, wärst du mit in Köln gewesen bei der Gamescom? Ups, hättest du ja gesehen. Smala, ganz, ganz treuer Freund von uns, fragt, wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Ich habe vor einem Jahr mit einem guten Kumpel, Connex, MyConnex, Grüße gehen raus, Just for Fun Fringe gespielt und da haben wir eine Double Nuke jeweils erspielt, er eine, ich eine. Und er sagte, ja, warte, ich brauche noch 5 Minuten, ich muss das kurz hochladen. Ich dachte so, hä? Ich dachte mal, YouTube-Videos aufnehmen ist, dafür brauchst du erstmal, um überhaupt Videos aufzunehmen, so ein Know-how und alles, aber es ist halt gar nicht so. Du kannst, wenn du anfangen möchtest, einfach deine Playser anmachen, als spielst etwas, kommentierst das vielleicht, dann hast du ein Video fertig. Share Factory auf der PlayStation 4 geht auch, kann man auch zwischendurch mal nutzen, wenn nicht so viel Zeit ist oder man einfach nicht so viel Geld hat für Sony Vegas, was ich ja benutze, was teuer ist und. Und dann dachte ich, ja okay, wenn der einfach so was hochlädt, ich bin in Black Ops 3 gut, warum nicht? Ist ja eine Option. Dann hat er mir das Ganze beigebracht und so fing dann das erste Video an, bis ich festgestellt habe, hey, das kommt an, die Leute gucken sowas gerne. Ja, und dann habe ich einen ersten Livestream gemacht und habe gesehen, hey, das funktioniert ja. Das gibt ja wirklich Leute, die finden dich so unterhaltsam, die finden das, was du machst, gut, also mach weiter damit. Ja, und so ging das dann eben die Tage und Wochen voran. Memo fragt, wie viele Abonnenten hast du? Ich habe überlegt, ob ich es beantworte. Ich werde es noch nicht beantworten. Ich denke mal, so ein oder zwei Wochen nach Black Ops 4 Release werde ich die Abonnentenzahl von mir wieder veröffentlichen. Ist aber ein schöner Punkt. Wenn jemand von euch gerne noch Lust hat, mich zu unterstützen, haut gerne ein Abo raus und macht da ein bisschen mehr draus. So, Dennis Schwarz fragt, was würdest du noch gerne spielen, wenn es keinen Shooter gäbe? Ich habe sehr, sehr gerne GTA gespielt, bevor ich angefangen habe, online zu zocken. GTA hat mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Need for Speed war damals noch ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe da irgendwas Interesse verloren und bin in Richtung COD gegangen. Das war aber auf jeden Fall ein Game, was mir persönlich wirklich gefallen hat und was ich spannend fand. Ich habe hier, als ich mir damals die PlayStation 4 gekauft habe, hier liegt noch The Last of Us, das habe ich nie gespielt, aber sowas wie Kingdom Hearts zum Beispiel auf der PlayStation 2 fand ich sehr, sehr unterhaltsam, das war aber noch eher so meine Kind- und Jugendzeiten. Denke Kingdom Hearts, Mario Party, solche Sachen, die einfach nur, ich sag mal so Adventure-Spaß, das ist wirklich noch so Sachen, die ich sonst spielen würde. Wenn es keine Shooter gäbe, Gott sei Dank gibt es die ja. Frage kam von Dennis Schwarz. So... Greasy TV fragt, hast du Kinder? Wenn ja, wie viele und wie alt? Ich habe noch keine Kinder, ich weiß auch nicht, mir hat mal jemand gesagt, wie kann es sein, dass du ein Kind hast? Ich habe keine Kinder. Wenn ich dir aber erklären soll, also dem einen, der es mal gesagt hat, wie ich eins haben könnte, ich kann dir gerne erklären, wie man das mit den Blümchen und Fliegen und Wespen und wie auch immer das alles genannt wird, wie das funktioniert. Ruf mir einfach an oder schreib mir über Instagram. Nein, ich habe keine Kinder, Leute. Kinder sind aber geplant bei meiner Frau und ich. Wir sind jetzt beide in einem Alter. Wir sind, was das Privatleben angeht, so solide, dass man dafür sorgen kann, dass ein Kind eine vernünftige Umgebung hat bei dem Ganzen. Deswegen, es ist geplant. Wann es soweit ist, das weiß man immer nicht. Man wird sehen. Ich werde euch aber definitiv informieren, wenn es soweit ist. Wie sehen deine zukünftigen Pläne für YouTube mit COD und anderem Content aus? Von Reavis Flavor, vielen Dank für die Frage. Black Ops 4 steht vor der Tür. Ich habe unglaublich viele Ideen und unglaublich Motivation, bei Black Ops 4 einiges zu machen. Nicht nur solche Sachen, die man vielleicht schon kennt, die jetzt natürlich wieder neu sind, weil das Spiel neu ist, wie Road to Prestige Master oder so. Da werde ich natürlich grinden, was das Zeug hält. Ich habe ein, zwei Video... Ja, schreib mir jetzt nicht. Ich habe ein, zwei Videoideen für Serien, die es so noch nicht gibt, die, glaube ich, sehr, sehr interessant und unterhaltsam sein werden. Und das oberste Ziel von mir in Black Ops 4 ist einfach, euch möglichst unterhaltsame Sachen zu bieten, die ihr so vielleicht noch nicht kennt oder die einfach so gut sind, dass sie, obwohl ihr sie kennt, sie unterhaltsam sind. Aber das nächste Jahr steht ganz klar unter dem Vorzeichen Black Ops 4 und da werden wir, nachdem wir dieses Jahr krass durchgestartet sind, noch richtig einen raushauen. Also da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Heiko fragt, was hast du gedacht, wo Haptic ein Video von dir gemacht hat? Was hast du in dem Moment gemacht? Ich war in einem Livestream, hab von Jungs gehört, dass Haptic mich in einem Video erwähnt hat und dachte, ja, okay, er hat mich vielleicht kurz gesehen oder ich hatte auch mit Haptic nichts so im Hut davor. Ich kannte ihn kaum, also ich kannte seine Videos, aber nicht oft geguckt. Ja, und dann ging die Hölle los, ne?
1000 Abonnenten in 6, 7 Stunden oder so. Es war Wahnsinn. Es hat Spaß gemacht. Ich wusste, so ein Hype mit dieser Masse wird nicht ewig halten, aber ich habe ganz viel Zuschauer und Abonnenten dazu bekommen, die immer noch dabei sind, und deswegen hat sich das für mich deutlich gelohnt. Es war einfach eine Ehre. Genauso geil, ihn dann auf der Gamescom zu treffen. Das hat Spaß gemacht. Das war toll. Also, wirklich cool. S3-Konto fragt, wie kamst du auf den Namen Schepperfeuer? Das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, im Stream. Ich habe damals das erste Mal versucht, mir einen PlayStation Online-Account zu machen, und alles, was ich nehmen wollte, Schepper ist halt ein Teil von meinem Nachnamen, hat nicht funktioniert. War alles schon belegt, gab es schon, bla bla bla. Da habe ich so lange rumprobiert, bis ich die Scheiße endlich zum Laufen bekommen habe, und dann wurde mir irgendwas vorgeschlagen mit Feuer, und das war dann so Schepfeuer 431, und das fand ich total kacke, und da habe ich Schepperfeuer probiert und das funktionierte dann. Und zack hatte ich den Gamertag, der mir lange Zeit nicht gefallen hat. Mittlerweile ist er aber so bekannt, dass ich ihn natürlich so lasse. Markus fragt, wo ich wohne. Ich wohne in Hamburg im Stadtteil Farmsen. Schöner, ruhiger Stadtteil. Toll für meine Frau, dass es hier ein bisschen ruhiger ist. Die kommt ja eher aus einem ruhigeren Dörfchen hier in Deutschland. Für Kinder zum Aufwachsen genial. Also wirklich ein schöner Stadtteil. Ich glaube, da kann man sich wohlfühlen. Hamburg ist meine Heimat, ich habe hier mein Abitur gemacht, ich bin hier groß geworden, ich habe hier meine erste Freundin geküsst, ihr kennt das ja. Ich habe hier alles erlebt, was ich erleben wollte in meinem Leben, und bin hier einfach sehr, sehr glücklich, und Hamburg ist meine Stadt. Hamburg ist für mich schon immer der Lebensmittelpunkt gewesen. Ich bin aufgrund dessen, dass ich ja bei der Bundeswehr war, ein paar Jahre nach Kiel stationiert worden und bin da hingezogen und habe da auch meine tolle Frau kennengelernt. Aber wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir nach Hamburg ziehen wollen. Kiel war mir persönlich sowieso immer zu klein, und hier ist einfach alles, was ich brauche, hier ist alles, was ich liebe, und deswegen ist Hamburg eben mein Lebensmittelpunkt und meine Heimat. Dashi fragt, wie lange spielst du schon COD? Ich spiele COD seit Call of Duty Ghosts, habe ein Jahr nach Release damit angefangen, habe dann danach lange Pause gehabt, was Online-Gaming angeht, so wegen Schulzeit, Abi, Feiern, Saufen, all das. Waren auch keine CODs, die mir gefallen haben. Die Zeit von Black Ops 2 ist komplett an mir vorbeigegangen. Und das erste Game nach Call of Duty Ghosts war dann tatsächlich Black Ops 3 erst. Und den Werdegang kennt ihr ja wahrscheinlich. Sven Klein fragt, was ist für dich das Schönste, das dir jemals in deinem Leben passiert ist? Das Schönste, das ist schwierig, es gibt so viele Sachen. Definitiv meine geliebte Frau Katja kennenlernen. Wir haben geheiratet letztes Jahr. Das ist schon wieder ein Jahr her, was absolut krass ist. Jetzt gerade hatten wir Hochzeitstag. Unseren geliebten Hund Bella, vielleicht habt ihr sie ja schon mal gesehen bei Instagram oder so, da könnt ihr mir gerne folgen, da kriegt ihr auch manchmal so Hundestories von mir. Instagram heiße ich einfach Schepperfeuer, so wie hier. Als wir uns den Hund zu uns geholt haben und der Familienmitglied wurde. Das sind, glaube ich, so die schönsten Momente in meinem Leben gewesen. Vielleicht noch vor ein paar Jahren, bevor mein Opa gestorben ist und wir noch nicht wussten, dass er Krebs hat, sind wir mit der ganzen Familie, meine Schwester, meine Frau, meine Mama, meine Oma, mein Opa, wir sind alle nach Berlin für ein Wochenende. Das war kurz nach seinem Lottogewinn. Und haben ein Berlin-Wochenende gemacht, als ganze Familie. Das war großartig. Da sind ganz, ganz viele Erinnerungen entstanden, die ich auch niemals vergessen werde. Das war wirklich das schönste Wochenende in meinem Leben. Also es gab so einige Momente, wo ich im Nachhinein sage, es war toll. Und das formt einen auch. Marzi fragt noch, hast du Kinder, beziehungsweise willst du mal Kinder haben? Ja, das haben wir ja schon beantwortet. Und dann haben wir noch die Frage von Lukas B. Meine Frage, wenn man in Black Ops 3 anfängt, bekommt man ja so einen Drilling, für den man 75 Siege braucht. Ich wollte mal wissen, ob man den nochmal bekommt, nachdem man seinen Account resettet hat. Ich beantworte es trotzdem einmal. Nein, bekommt ihr dann nicht einfach wieder, weil ihr dann jedes Mal 75 Siegen den Account resetten könntet, bis ihr die DLC-Waffe habt, die ihr wollt. Das sind erstmal alle Fragen, die ich jetzt soweit hier gesehen habe. Video ist auch schon ziemlich lang, hatte ich gar nicht geplant, aber wir nehmen es trotzdem mal so gerne hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Überblick über das geben, wer ich bin, was ich bin, warum ich so bin, wie ich bin. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das gerne rein. Wir werden demnächst bestimmt nochmal ein neues machen, falls noch ein paar neue Fragen dazu kommen. Und sonst, Leute, wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und ich bin weg. Haut rein.